in vielen Ländern der Welt an Meeresküsten, aber auch auf beleuchteten Straßen habe ich diese Zitzendelen gefangen, sogar in Japan, in den Kaisergärten, war eine besonders schöne Art, Cicindela chinensis, der chinesische Sandlaufkäfer. Nun gibt es eine Anziehung des Bezüglichen, insofern als nicht nur eine schöne Spezies nach mir benannt ist, sondern weil sie so außerordentlich abweicht, auch als Untergattung fungiert. Das heißt also, von dem Professor Mandel benannt, Cicindela, dann kommt die Untergattung Jüngerella und dann kommt die Art Jüngerorum. Das heißt, dem Entdecker-Ehepaar zu Ehren benannt, weil meine Frau sich auch an dem Fang beteiligt hat. Das freut einen ja dann. Ich kann Ihnen vielleicht eine kleine Probe geben. Ich muss da etwas Typisches aussuchen. Sagen wir mal diesen Blick, der sich zuerst auf eine konkrete Erscheinung richtet und dann ins Metaphysische oder Transzendente übergeht. Das ist also ein ganz junges Stück, nämlich vom 30. Oktober 1984. Also kaum ein Vierteljahr alt. Wieder ein Sonnentag. Wir hatten derer zu wenig in diesem Jahr. Gut, dass wir auf Santorin waren. Der Mangel an Strahlung macht sich bemerkbar, so an den Früchten, die spät reifen und weniger süß schmecken als sonst. Die Schildkröten verträumten oft ganze Tage in ihrem Strohnest, ohne die Nase hinauszustrecken. Hoffentlich horteten sie genug für den Winterschlaf. Ich war heute wie gewöhnlich bei ihnen, habe im Lauf der Jahre immerhin erreicht, dass sie den Kopf nicht einziehen, wenn ich sie aufhebe und zu weben beginnen, wenn ich sie streichele. Das wäre also die konkrete Beobachtung. Das Weben ist dieses Hin- und Herbewegen des Kopfes bei den Schildkröten. Nun kommt eine kleine Diversion. Du machst fröhlich, was da webet. Psalm 65, 9. Das Schreiten, Schwimmen, Rudern, Fliegen, Schütteln, Nicken, Weben als Tätigkeiten, die vor die Schöpfung in die unbelebte Natur zurückreichen. Dazu gehören passiv das Atmen und das Pulsieren der Organe, ihre Spannung und Entspannung in der belebten Welt. Die Kräfte des Bogens, der Welle, des Pendels steigen in die Natur und ihre Organismen hinauf. Sie zweigen sich in sie ab. Das Webopfer, 4. Mose 18, 11, wird durch Bewegung verehrt. Die Gabe wird geschwungen und präsentiert. Dann fällt sie dem Priester und seinem Hause anheim. Man könnte von einem vorkultischen Bestande der Religionen sprechen. Dazu zählen seit Urzeiten heilige Orte wie Berge, auf denen immer wieder Altäre errichtet werden und einfache Bewegungen wie das Schreiten und vor allem der Tanz. Es ist dort eine Schwächung zu vermuten, wo er fehlt. Wie das Naturrecht dem positiven Recht vorausgeht und es übergreift, so die Verehrung, die Religionen, die von und in ihr leben wie Inseln im Meer. Hierzu auch Augustins Definition des göttlichen Rechtes. Es sei zwar den Christen offenbart, doch auch den Heiden einleuchtend.
Beobachtung und Reflexion. Im Mittelpunkt des jüngischen Werkes steht das Tagebuch. Seit den Stahlgewittern, seit mehr als 7 Jahrzehnten, begleitet der Autor, den Rolf Hochhuth einmal zu den hauptberuflichen Journalschreibern zählte, kommentierend unser Jahrhundert. Strahlungen nennt Jünger seine Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sind Berichte und Assoziationen zur persönlichen und politischen Lage, literarisch eigenständig, keine das übrige Romanwerk nur begleitende Gattung, wie bei Thomas Mann zum Beispiel. Unermüdlich schreibt Jünger an seinem Riesenopus weiter. Zuletzt erschienen 2 Bände Alterstagebücher, 70 verweht, über 1200 Seiten aus den Jahren 1965 bis 1980. Reiseprotokolle aus Asien, Afrika und Europa. Erinnerungen, eingestreute Briefe, Träume, Lektüre. Die Tagebücher, die laufen ja gewissermaßen immer nebenher. Tagebücher, Briefwechsel als fünftes Rad am Wagen, aber ein Rad, was sich vielleicht länger hält als andere, weil der Zeitgeist vielleicht noch besser eingefangen ist. Jüngers Wohnort seit 1950, Wilflingen in Oberschwaben. Hier lebt er, bewundert viel und viel gescholten, der Journalschreiber, Essayist, Erzähler und Sammler. Ein literarisches Fossil aus wilhelminischer Zeit. Einst Krieger, dann Autor ungezählter, oft heftig umstrittener Bücher. Elitärer Ästhet und selbsternannter Aristokrat. Hier, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, führt er, wenn er nicht auf Reisen ist, die beschauliche Existenz eines Schriftstellers und Privatgelehrten. Man steht so gegen 9 Uhr auf, man nimmt ein Bad, nicht wahr? Das Bad nimmt man so, wie es aus der aus dem Ausguss kommt, aus der Leitung kommt. Zurzeit sind das 5 Grad, kann natürlich nicht sehr lange sein, aber es ist sehr erfrischend. Dann frühstückt man und hat Post. Post wird immer mehr, immer umfangreicher. Bekomme übrigens aus Frankreich mindestens ebenso viele Briefe wie aus Deutschland. Ich esse nicht zu Mittag, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass nach dem Mittagessen, dass da eine Art von Schläfrigkeit, jedenfalls von originaler Schöpfungskraft, kann nicht mehr die Rede sein. Aber das Leben eines Autors, das besteht ja nicht nur aus reiner, unmittelbarer Produktion. Da würde eine Stunde würde schon weitaus genügen, aber da sind die Besucher, ist der Verkehr mit Nachbarn, zum Beispiel mit den oberschwäbischen Bibliophilen auf diesen Schlössern hier, da hat sich noch sehr viel an alten Schriften und so, zum Beispiel der Graf Bothmann oder wie sie alle heißen, das ist schon sehr anregend. Und die Leute sprechen hier noch gut. Ich möchte sagen, die Bauern, die haben noch ein Verhältnis zur Grammatik, über das man nur staunen kann. Die sprechen also besser als in Tübingen die Professoren. Ja, und das riecht an. Dann die Lektüre. Ich lese sehr viel. Ein Tag ohne Lektüre ist für mich eigentlich auch ein verlorener Tag. Ich habe sogar im Ersten Weltkriege habe ich immer zwischendurch mal gelesen. Der letzte große Angriff, der fand pausenweise statt. Man ging durch das Feuer, man hat dann wieder mal eine Stunde Rast gehabt. Da habe ich Lorenz Stern gelesen. Der hat mich fast mehr fasziniert als das ganze Theater ringsherum. Ich wurde dann verwundet, hatte Gott sei Dank das Buch noch in meiner Kartentasche, habe im Lazarett das fortgesetzt. So könnte ich das als Beispiel dafür nehmen, dass ich fast mehr in den Büchern gelebt habe, als in der realen Welt. Jünger, ein leidenschaftlicher Waldspaziergänger, stammt aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Der Sohn eines Chemikers und späteren Apothekenbesitzers kam am 29. März 1895 in Heidelberg zur Welt.
In Hannover, wohin die Eltern bald nach seiner Geburt übersiedeln, verbringt Ernst Jünger einen Teil seiner Schulzeit. Die Lehrer sind unzufrieden mit dem verträumten Kind, das sich seine eigenen Abenteuer sucht. Zunehmend im Reich der Literatur, aber auch als Wandervogel bei Streifzügen durch die Natur. Am engsten verbunden ist Jünger, ältestes von 7 Kindern, dem Schriftstellerbruder Friedrich Georg, mit dem er damals seine Fluchtfantasien entwickelt. Abenteuerlust treibt den 18-Jährigen in die Fremdenlegion. Afrika ist für ihn der Inbegriff des Wilden und Ursprünglichen. Dazu Ernst Jünger 1978 im Gespräch mit Walter Bittermann. Wer in die Fremdenlegion ging im Wilhelminischen Reiche, wurde automatisch mit 6 Wochen Gefängnis bestraft. Und ich komme zurück, mein Vater hatte mir Geld geschickt, sagte übrigens auch noch, schickte mir ein Telegramm nach Sidi Belabès. Französische Regierung hat deine Freilassung befohlen. Das war auch auf ihn, das war ganz ungewöhnlich, das war auch auf seine Interventionen. Er hatte Beziehungen, er hatte sehr gute Beziehungen. In Paris zurückzuführen. Diese Akte besteht noch in Paris, wie sie mich da also gegen alle Formalitäten also entlassen haben. Kurz und gut, ich wurde freigesprochen. Als ich mit meinem Vater im Zuge saß, da sagte er, die Sache hat 1.000 Mark gekostet. Das war damals eine ungeheure Stange. Nun stellen Sie sich aber vor, ich wäre in meinen Papieren mit der Note gekommen, bestraft mit 6 Wochen wegen Erziehung, wegen Entziehung von der Wehrpflicht. Niemals wäre ich überhaupt Gefreiter geworden. Im August 1914 meldet sich der 19-Jährige als Kriegsfreiwilliger. Nach dem Notabitur wird er militärisch ausgebildet und an die Westfront geschickt. Der Krieg wird sein existenzielles Schlüsselerlebnis. Von Anfang an entstehen Tagebuchnotizen, die Jünger später zu mehreren Kriegsbüchern verdichtet. Texte, die die soldatische Lebensform, den Kriegsrausch in ständiger Todesnähe bedenkenlos verherrlichen. So ist der Aufschrei, den solcher Anprall mit dem des Feindes vermischt, ein Schrei, der sich Herzen entringt, vor denen die Grenzen der Ewigkeit schimmern. Es ist ein Schrei, im Flusse der Kultur längst vergessen, ein Schrei aus Erkennen, Grauen und Blutdurst. Auch aus Blutdurst. Das ist neben dem Grauen das Zweite, was den Kämpfer mit Sturzflut roter Wellen überbrandet. Der Rausch, der Durst nach Blut, wenn der Vernichtung zuckendes Gewölk über den Feldern des Zornes lastet. So seltsam es manchem klingen mag, der nie um Dasein gerungen, der Anblick des Gegners bringt neben letztem Grauen auch Erlösung von schwerem, unerträglichem Druck. Das ist die Wollust des Blutes, die über dem Kriege hängt wie ein rotes Sturmsehre, an grenzenlosem Schwunge nur dem Eros verwandt. Sätze des Infanterieleutnants Ernst Jünger aus dem Essay Der Kampf als inneres Erlebnis. Jünger wird erfolgreicher Stoßtruppführer. Jünger spricht nicht von den hunderttausenden Toten, der mörderischen Materialschlachten, die den Einzelnen in die Anonymität stoßen. Die Hochkultur des Kampfes ist lange dahin. Auch im Spiel über Leben und Tod darf sich die Masse beteiligen. Und die hat ihre Instinkte nicht zu Hause gelassen. Es gibt nur eine Masse, die nicht lächerlich wirkt. Das Heer. Der Bourgeois macht auch noch das Heer lächerlich.
Zum Kriegsende erhält der 23-Jährige den Pour le Mérite. Bis 1923 bleibt er Reichswehroffizier. Auf den militärischen Ruhm folgt für Jünger 1920 der literarische Erfolg. Seine Fronterlebnisse als Stoßtruppführer zumeist, die er nach der Niederlage publiziert, werden begeistert aufgenommen. In Stahlgewittern wird zum Kultbuch. Der Bericht vom Töten und Getötetwerden, die Heroisierung des Krieges, ist Bestseller einer Kriegsverlierergeneration. Jüngers zweites Kriegsbuch möchte einen Querschnitt durch das seelische Erleben des Frontsoldaten geben. Auch hier überwiegt metaphysisches Spekulieren und Schwärmen von der Schönheit des Krieges jede rationale politische Sicht. Geworben wird für diese Titel später mit dem Etikett Bücher des Nationalismus. ...1923 beginnt für den 28-jährigen Jünger ein akademisches Intermezzo. Für Zoologie und Philosophie immatrikuliert er sich an der Universität Leipzig. Ein Studienaufenthalt führt ihn ins Zoologische Institut von Neapel, wo er Meerestiere untersucht. Nach 2 Jahren entscheidet sich Jünger gegen eine naturwissenschaftliche Laufbahn und bricht sein Studium ab. Seit Mitte der 20er Jahre lebt Jünger als freier Schriftsteller und politischer Publizist, zuerst noch in Leipzig, dann in Berlin. Er ist nun mit seinen Worten Nationalrevolutionär, mit Kontakten zu Nationalisten aller Spielarten, aber auch zu Schriftstellern der Linken wie Brecht, Bronnen und Mühsam, sowie den Künstlern Schlichter und Kubin. Wie steht er damals zur jungen Weimarer Republik? Ja, das ist nun eine sehr komplexe Frage. Sie müssen sich erstmal in die Situation, in die geistige Situation eines jungen Menschen versetzen, der 4 Jahre lang diese Anstrengung gemacht hat. Und dem dann ein Friedensvertrag wie der von Versailles präsentiert wird. Ich entsinne mich noch, wie mein Vater eines Morgens, er las das Berliner Tageblatt, kam da herein, wir lasen das durch, uns standen die Haare zu Berge. Ich muss sagen, damals hätte ich alles für erlaubt gehalten. Jünger ist seit 1926 Mitherausgeber und Mitarbeiter mehrerer nationalistischer Zeitschriften, deren Ziel die Zerstörung des demokratischen Parlamentarismus ist. Auch im Widerstand des Nationalbolschewisten und Jünger Bekannten Ernst Nikisch, dessen Familie er nach der Verhaftung von Nikisch vorübergehend bei sich aufnimmt, veröffentlicht Jünger seine antidemokratischen Artikel. 1929 zählt er den späten Liberalismus, den Parlamentarismus, die Demokratie als Herrschaft der Zahl zu den überalterten und überfremdeten Dingen, die für den Deutschen nicht in Frage kommen. Damit aber hat er sich in gefährliche Nähe zur NSDAP begeben, die ihn gerne für sich gewonnen hätte. Wie war Jüngers Verhältnis zu den Nazis, die ihm vergeblich ein Reichstagsmandat anboten? Danach bin ich nun schon 100-mal gefragt worden und ich habe neulich, und das kommt auch immer wieder neulich, habe ich in der Frankfurter Zeitung gelesen, ja, der Ernst Jünger, dem missfielen also, der wollte mit den neuen Proleten nichts zu tun haben. Das wäre also eine Reduktion auf das rein Ästhetische, was natürlich bestand, denn ich habe die Leute ja gekannt und habe auch mit dem Goebbels manche Nacht verbracht. Nein, es gibt ja klare Belege dafür, dass sie sich nicht in Dienst haben nehmen lassen. Ja, zum Beispiel ihre Absage an den Reichssender Leipzig, ihre Absage an den völkischen Beobachter, als der quasi sie zum freien Mitarbeiter machen wollte und einfach ohne ihre Erlaubnis aus ihren Büchern was abgedruckt hat. Dafür haben die Leute dann in ihrem Leitartikel geschrieben, nachdem der Arbeiter, es gibt eine Besprechung des Arbeiters im völkischen Beobachter, da sagen sie, der wacht sich allmählich in die Zone der Kopfschüsse vor. Naja, ein Kopfschuss immer noch besser als ein Genickschuss. Ja, sie haben ja keine Ruhe gegeben, als sie sich zurückgezogen haben.
Sie sind ja in Deutschland geblieben. Sie haben später Marmorklippen, auf den Marmorklippen geschrieben. Also mir genügt es, dass ich die Unannehmlichkeiten gehabt habe. Ja, aber Marmorklippen wurde von vielen jungen Menschen, aber auch von ihren Lesern aus den 20er Jahren, verstanden als ein Signal, naja, Widerstand zu leisten. Ist ja auch ganz selbstverständlich und nebenbei war es auch als solches gedacht und wurde sofort auch als solches empfunden. Der Reichsleiter Buhler, kaum war das Buch erschienen, Reichsleiterkonferenz und da sagte er, mein Führer mit dem Ernst Jünger, da geht das nicht so weiter. Aber Hitler hatte ein Faible für mich, was mir vielleicht auch den Kopf gerümmt. Er sagte, da wollen wir nichts machen. Gut. Die Marmorklippen von 1939 sind Jüngers wichtigstes erzählendes Buch. Terror und Folter in der Schinderhütte, die in den KZs Realität wurden, das Ende jeder Kultur unter der Diktatur des Oberförsters, sind eindringlich beschrieben. Nach der Machtergreifung zieht Jünger sich zurück. Zuerst nach Goslar, dann nach Überlingen am Bodensee. Wie der Naturforscher beschränkt sich auch der Autor Jünger auf die registrierende Beobachtung. Er führt eine seismografische Existenz. Jüngers aristokratischer Instinkt, so Ernst Nikisch, vertrug sich nicht mit dem pöbelhaften Geist der Bewegung. Seine verschlüsselte Absage an die Nazis, die Marmorklippen, kann er wenige Tage vor Kriegsausbruch beenden. Mit 44 wird Ernst Jünger Hauptmann und Kompaniechef der deutschen Wehrmacht. Er nimmt an der Invasion in Frankreich teil. In einzigartigen Gewaltmärschen rückt unsere brave Infanterie gegen die französische Nordostgrenze vor. Die Festung Sedan wird sturmreif geschossen. Die Maginot-Linie ist durchbrochen. In Stunden hatten auch diese französischen Panzerwerke vor Sedan den Mythos der Unverwundbarkeit verloren. Das deutsche Schwert hat hier ein neues Blatt Geschichte geschrieben. Jünger, der hochdekorierte Stoßtruppführer aus dem Ersten Weltkrieg, erhält das Eiserne Kreuz zweiter Klasse für die Bergung eines Verwundeten. Den deutschen Vormarsch durch Frankreich schildert Hauptmann Jünger in seinem Kriegstagebuch Gärten und Straßen, das wegen einer Attacke auf die Nazis von Goebbels verboten wird. Über dem Schloss von Versailles, in dem 1871 deutsches Schicksal gestaltet und 1918 deutsche Schmach besiegelt wurde, weht nun die Hakenkreuzflagge. Das heiß ersehnte Ziel ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus, ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Nach der Besetzung von Paris wird Jünger 1941 in den Stab des Militärbefehlshabers Frankreich, General von Stülpnagel, versetzt. Für mehr als 3 Jahre bleibt er als deutscher Besatzungsoffizier in Paris. Dienstlich ist er unter anderem mit der Postzensur für deutsche Soldaten beschäftigt. Doch es bleibt genug Zeit für regelmäßige Tagebuchaufzeichnungen unter dem Gesamttitel Strahlungen und für umfangreiche Lektüre, vor allem die Bibel, die Jünger während des Krieges zweimal durchliest. In der Pariser Zeit, weit entfernt vom Kampfgeschehen, kommt es zu Begegnungen mit Kollaborateuren, aber auch mit Mitgliedern der Résistance. Es gelingt dem Deutschen, Zugang zu Pariser Literaten und Künstlerkreisen zu finden. Zu Montalan, Cocteau, Jouandeau und Céline. Aber auch zu Braque und Picasso.
Engen Kontakt hat Jünger auch zu hohen Militärs des Pariser Widerstands gegen Hitler. Zum Obersten Hans Speidel, General von Stülpnagel und Oberstleutnant von Hofacker. Dem Plan eines Attentats steht er skeptisch gegenüber. Sein Beitrag zum Widerstand gegen Hitler, hier bei einem Besuch in Paris 1940, besteht in einer für die Zeit nach dem Dritten Reich konzipierten Schrift, die seit 1944 als Untergrundliteratur zirkuliert. Der Friede, ein antinationalistisches politisches Manifest, richtet sich an die Jugend der Welt. Was ist das Kernstück dieser Programmschrift vom Herbst 1943? Ich hatte ein vereintes Europa vor Augen, in dem die Grenzen aufzulösen sind. Das heißt, in dem der Nationalstaat, wie er sich durch die Französische Revolution entwickelt hat, nicht mehr aktuell ist, dafür aber die Heimaten, sagen wir etwa die Bretonen, die Elsässer und so weiter, stärker profiliert werden. Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli und kurz vor der Befreiung von Paris im August 1944 kehrt Jünger zurück nach Deutschland. Er wird aus dem Heeresdienst entlassen, doch der Krieg ist für ihn noch nicht zu Ende. In Kirchhorst bei Hannover, wo er nun mit seiner Frau Greta lebt, ist er bis Kriegsende Volkssturmkommandant und kann weiteres sinnloses Blutvergießen verhindern. Die Alliierten verbieten ihm zu publizieren. Jünger weigert sich, eine Entnazifizierung auf sich zu nehmen. Für Jünger beginnt die zweite Nachkriegszeit. Die Friedensschrift muss 1946 noch in Amsterdam erscheinen. Die Kriegstagebücher Strahlungen kommen 1949 in der Bundesrepublik heraus. In Wilflingen am Rande der Schwäbischen Alb entsteht Jüngers umfangreiches Alterswerk. Utopische Romane, Tagebücher. Subtile Jagden, sein Insektenbuch, oder auch Annäherungen, sein Buch über Drogen und Rausch. Hier in ländlicher Abgeschiedenheit, wo Jünger hochgeachteter Ehrenbürger ist, mehrt er, kaum berührt von den Händeln der Zeit, sein Opus. Je weniger der musische Mensch mit dem Politischen zu tun hat, desto besser. Und zwar in jedem System, schreibt Jünger 1984 in Autor und Autorschaft. Das ist ein deutlicher Rückzug in die reine Literatur, in eine Dichterexistenz, die, obgleich mit Ehrungen überhäuft, die Realität Bundesrepublik nie akzeptiert hat. Anlässlich der Goethepreisverleihung 1982 kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Frankfurts Grüne und große Teile der SPD verurteilen den unzeitgemäßen Autor als Gegner der Demokratie, Kriegsverherrlicher, geistigen Wegbereiter des Faschismus in Deutschland oder als durch und durch amoralischen Menschen. CDU-Oberbürgermeister Wallmann muss in seiner Laudatio die Preisverleihung angestrengt verteidigen. Aber meine Damen und Herren, wir wollten nicht und wir werden auch in Zukunft nicht. Politische Opportunität, also den kleinsten parteipolitischen Nenner zum Maßstab unserer Entscheidung machen. Und diejenigen, meine Damen und Herren, die heute ein großes literarisches Werk mit der politischen Elle glauben messen zu müssen, sollten sie sich nicht fragen, ob sie selbst in einer Diktatur den gleichen Mut beweisen würden, den Ernst Jünger in der Zeit des Nationalsozialismus bewiesen hat? Herr Jünger, im Namen von Kuratorium und Magistrat gratuliere ich Ihnen herzlich.
Jünger stilisiert sich in einem seiner ganz seltenen Beiträge zum bundesrepublikanischen Kulturbetrieb zum großen Unbequemen, zum anarchischen Einzelgänger. Ich weiß, dass ich Zeit meines Lebens, das bereits länger als das Goethes währt, vielen ein Ärgernis gewesen bin. Das begann schon in der Schule, wo ich meine Lehrer zugleich als der beste und der schlechteste Schüler irritierte. Und es setzte sich bei den Preußen fort, die mir ihren höchsten Orden gaben und denen ich als unbequemer Untergebener ein Dorn im Auge war. Solche Typen sind öfters in ihrer Geschichte aufgetaucht. Die Ambivalenz begleitete mich durch die mehr als 60 Jahre meiner Autorschaft, die mir Gegner in allen Lagern eintrug, und es ist zu erwarten, dass sich daran auch wenig ändern wird. September 1984. Mit Helmut Kohl und François Mitterrand nimmt der greise Ernst Jünger an der gemeinsamen Ehrung der Gefallenen beider Länder in Verdun teil, der Stadt, die ihm 1979 ihre Friedensmedaille verliehen hat. Seit 35 Jahren lebt Jünger in der Oberförsterei des Wilfinger Schlosses der Grafen Stauffenberg, Verwandten des Hitler-Attentäters. Hier kann er 1983 die 18-bändige Gesamtausgabe mit knapp 10.000 Seiten abschließen. Sein Opus, für das gültige literarische Urteile noch fehlen. Auffällig ist der Wechsel von mathematisch kalter Beschreibung und pathetischer Betrachtung in seinem Werk. Rhetoriker des Schreckens, schriftstellerisches Urgestein, Herrenreiterprosa, heroischer Nihilismus heißen Formeln der Jünger-Gegner oder Jünger-Jünger. Anlässlich seines 90. Geburtstages wollte Jünger nichts riskieren und sich keinem deutschen Journalisten stellen. Julien Hervier, französischer Literaturprofessor, Jünger-Kenner und Freund, durfte ihn befragen. Wie ist es Ihnen zumute, wenn Sie an den jungen Leugnern aus dem Ersten Weltkrieg denken? Naja, jedenfalls nicht so, dass ich so sage, das war ganz verkehrt und so. Im Gegenteil, man soll ja seine eigene Geschichte, die soll man auch ehren. Und so ist er mir ganz sympathisch. Ich bin ja sehr entfernt von ihm. Allerdings sein Bericht darüber, der geht ja immer noch. Ich staune immer, dass ein Buch wie in Stahlgewittern sich jetzt über 60 Jahre erhalten hat und immer noch neue Leser findet. Auf den Marmorklippen hat die Schönheit in der Nähe der Gefahr mehr Kraft. Ist das nicht ein ständiger Zug in Ihrem Werk? Ja, ich halte die Schönheit ja eigentlich auch für ein Politikon oder man könnte sagen ein Ultrapolitikon. Der Schönheit kann am wenigsten Widerstand geleistet werden. Das gilt auf vielen Ebenen. Nun, mit der Aufnahme der Marmorklippen, es ist ja da sehr viel darüber geredet und geschrieben worden und insbesondere auch auf das Verhältnis des Buches zum Dritten Reich. Natürlich ist der eigentliche Anlass ein lebhaftes Missvergnügen, das ich hatte, was mich besonders nach der sogenannten Kristallnacht erfasst hat. Aber in der Tiefe geht es doch etwas weiter als bis auf dieses ephemere Dritte Reich. Es trifft die Tyrannis an sich. Deshalb hätte, wenn ich direkt angesprochen worden wäre, hätte ich ja sagen können, naja, das betrifft ebenso gut Stalin. Warum soll es denn nicht Stalin sein? Hitler oder Stalin? Eine typisch jüngersche Ambivalenz. Überparteilich zwischen den Systemen sich schlängelnd, auch anarchisch. Was ist der Anarch? Das lässt sich auch am besten definieren hinsichtlich seines Verhältnisses zum Anarchisten. Der Anarchist ist ein Mann,
der im Wesentlichen Absichten hat, zum Beispiel den Zaren zu töten oder anderes, während den Anarch das weniger betrifft. Der Anarch ist mehr in sich selbst konsolidiert. Und der anarchische Zustand ist eigentlich den Zustand, den jeder Mensch in sich trägt. Er wird nur korrigiert durch die Widerstände, die er findet, wenn er sich seinen Willen weiter entfalten möchte, als es den allgemeinen Umständen entspricht. Ein Anarch zum Beispiel kann im Büro gemütlich arbeiten, aber wenn er sich entfernt abends, dann spielt er eine ganz andere Rolle. Und der Anarch, der kann im Bewusstsein seiner inneren Überlegenheit, kann er auch dem Regime gegenüber eine wohlwollende Haltung haben. Er ist also wie Stirner, der das Buch Der Einzelne und sein Eigentum geschrieben hat, ist er ein Mann, der hin und wieder in Verein tritt mit irgendetwas, sagen wir, weniger mit einer Idee. Der Anarch ist kein Idealist, sondern er ist Pragmatiker. Er sieht also, was ihm und was seiner Allgemeinheit, was der Allgemeinheit nützen kann, aber exageriert sich nicht in Ideologien. Insofern möchte ich die Stellung des Anarchen als eine ganz natürliche bezeichnen. Zuerst ist der Mensch da und dann kommt seine Umgebung. Was nun die reine Politik betrifft, so habe ich ja auch in meinem Buch Autor und Autorschaft zur Genüge ausgeführt, dass ich der Meinung bin, dass den Autor die politische Teilnahme im Wesentlichen schädigt. Allerdings als junger Mann, als junger Mensch hat er, sind die willensmäßigen Kräfte noch sehr stark. Nehmen Sie Hölderlin oder nehmen Sie das Verhältnis der deutschen Klassiker zur Französischen Revolution. Man tritt einmal ein in die Situation, man wird aber auch von ihr bald befremdet. Sie wissen vielleicht, dass Baudelaire 48, dass der sich die Sache angesehen hat, denn er hat sie ihn aber bald angewidert. Bei unserem Fontane 48, da war ungefähr dasselbe. Im Allgemeinen könnte ich sagen, ich habe ja nun erlebt, das Kaiserreich, die Erste Republik, das Dritte Reich und bin jetzt in der Zweiten Republik, dass ich mich nie besonders konform gefühlt habe. Welche Schlüsse zieht Jünger aus seiner Lebenserfahrung? Gibt es für die Menschheit noch Hoffnung? Ich schätze, was Schleiermachers Ausdruck letztsinnig. Also letztsinnig bin ich Optimist. Aber in Bezug auf die nähere Zukunft ist dieser Optimismus gar nicht so besonders stark. Das würde zum Beispiel einen Christen, würde das nicht sehr beunruhigen. Ich denke da an eins unserer Gesangbude, soll die Welt verloren gehen, dann fängt an mein Ehrenstand und ähnliches, nicht? Also, aber auch bei den Propheten, nachdem also alle diese Wüsteneien durchschritten sind, da kommt doch etwas Neues. Und auch in den großen Visionen, wie in der Edda oder in den Visionen von Gott, die Titanen stehen auf gegen die Götter. Und die Götter verlieren die Partie zunächst, aber die Götter kommen auch wieder. Das würde ich als Optimismus bezeichnen. Ernst Jünger in der Rolle eines prophetischen Mahners und Geschichtsphilosophen, der in Jahrtausenden zu denken gewohnt ist. Wie beurteilt er seinen eigenen Nachruhm? Der Nachruhm, den man genießt, wenn ein Insekt oder ein Vogel oder ein Käfer nach einem benannt ist, der dauert im Allgemeinen länger als der literarische Nachruhm. Das dauert, solange Linnés System besteht. Und ich habe da schon eine ganze Reihe ganz guter Aussichten. Was nun den literarischen Nachruhm betrifft, von dem halte ich nicht sehr viel. Ich bin skeptisch. Ich habe beobachtet,
dass dieser Nachruhm schon oft zu Lebzeiten erlischt. Man führt dann das Leben eines pauvre poet oublié, oder man ist ganz vernünftig wie Rimbaud, der eine gewaltige literarische Leistung als junger Mann verbracht hat und sich dann Handelsgeschäften in Afrika gewidmet hat. Das hielt er für wichtiger. Und sub specie aeternitatis, auch Homer wird einmal nicht mehr bekannt sein. Ich war der Nachruhm, das ist wie der glühende Schweif eines Kometen, der noch einige Zeit hinter dem Opus sichtbar ist. Du fragst dich, was hat denn die Sache überhaupt für einen Zweck? Und das ist eben der produktive Augenblick selbst, der, wie ich sagte, außerhalb der Zeit, da geschieht etwas. Und das kann gar nicht mehr ausgewischt. Das Universum hat sich im Individuum bestätigt.